Schnell zur Leiter jumpen. Da vorne kommen auch welche. Oh, das ist wieder so ein fetter Typ. Ein Wrestler, der gerade alle Dinge auslöst. Alle Minen. Just two left! Ich sehe nicht, ich höre nur was. Mist, da sind doch mindestens zwei. Wo ist eigentlich der Typ auch hin? So war gut. Vor allem habe ich keinen Fallschaden bekommen. Oh, und er ist tatsächlich gestorben. Oh, Mine. Los, lauf drüber. Genau, und jetzt geradewegs auf mich zu. Was war das denn? Ah, na endlich. Ich dachte, aber, Feuer. Heiß, 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 heiß. Wo kommst du denn her? Du standst wahrscheinlich schon die ganze Zeit neben mir. Kurz mal in die Nachladen. Die sind... Ah, der nicht. Kommt da schon wieder einer. Okay, mehr ist ja erstmal nicht. Ach nö. Er kommt nicht dran vorbei. Aber ich komme da nicht hoch. Ich dachte schon, ich habe einen Tod, da ist auch noch ein Level-Up von den Klingenwaffen. Das war knapp. So, was nehme ich? Gewehr? Mache ich damit nur noch 128 Schaden. Die trifft echt am besten. Ich glaube, damit machst du jetzt auch fertig. Wo ich kann ja mal gucken, was eine Granate trifft. Ja, gut Schaden und dann viel Feuer. Oh, jetzt schon wieder ein Infizierter da. Ich kann nur runtergehen. Geh mir aus dem Weg! Oh, sorry. Der sollte eigentlich dranbleiben. Knackige Kröten, ob ein Erfolg mit Geld haben wir bekommen. Oh, was haben wir hier? Ein Katana. Mit 1200 Schaden unverbessert. Oh, Geheimakten. Und eine blaue Schrotflinte. Oh, ein Schnellreisepunkt. Warte mal, ich klicke einmal drauf.
damit er erkannt wird. Da steht ja einer, ist das unheimlich. Ich hatte sogar ein Messer dabei. So, wo ist das andere Ding? Ganz vorne am Haupteingang bestimmt. Medipacks! Stimmt, auf die Minen muss ich ja noch aufpassen. Wo gehe ich lang? Oh oh. ...29 Erfahrung nur? Sackgasse? So wie es aussieht, ja. Erinnerungsfoto. Questobjekt, aber ich habe die Quest noch nicht. Ist ja witzig. Das geht also auch. Ninja. Ah, jetzt zeigt das mir wieder an. Ah, jetzt bin ich hier, wo die ganzen Viecher ja respawnt sind immer wieder. So, ich hoffe, hier sind keine Minen. Doch, natürlich. Autsch. Aber egal, ich bin hochgekommen. Und das letzte aus. That's that. Not very subtle, but at least it's quiet. Beide auf einmal hochgegangen? So, und jetzt kann ich ja rein in die Militärbasis. Zumindest war das der Plan. Ob das alles so geklappt, wie sie sich das gedacht haben, ist die nächste Frage. Da komme ich nicht lang. Hier scheinbar auch nicht. Was sagt bloß, jetzt muss ich wieder rum. Lass mich in Ruhe. Das sieht gut aus. I'll have to find something that'll blow up this gate. Aua. Scheiße, da war eine Mine noch. Nein, 2500 Dollar verloren. Ich habe die Mine überhaupt nicht gesehen. Das Haupttor war auf jeden Fall zu. Wir müssen jetzt Sprengstoff finden. Die Minen haben natürlich nicht gereicht und das Sprengstoff, was ich hier die ganze Zeit bei mir habe. Ah, reparieren. ...2633 Schrotflinte, was hab ich? Weniger vermutlich. 1138 und die hat 1138. 3787. Na, die ist im 300 besser. Und das Katana ist auf 1800 hoch. Alter, das ist jetzt meine beste Waffe. Todespirscher macht wie viel? 4 und 7, geil. Ich brauche gar nicht mehr auf mein Handbeil gehen. Oh, 3000 Wert hat die auch, das Katana. Also 2969. Gut, ich habe eine neue Lieblingswaffe. So, die ersetzt meine Schrotflinte da. Ah, siehst, ich sollte aber wirklich vorher mal gucken, ob das nicht ein Zweihänder ist. Simply brilliant. Das ist ein Zweihänder. Aber relativ schnell.
Also das Chinesische kann dadurch auf jeden Fall raus. Das Brecheisen wollte ich drinnen lassen. Den Hammer hatte ich rausgenommen, okay. Dann habe ich jetzt noch eine Waffe mit viel Wucht, eine mit viel Schaden. Und ansonsten die Fernkampfwaffen. Na, das reicht ja. Vor allem habe ich hier 7% Crit drauf. Oh, was haben wir hier? Elektrosturmmod, Angriff mit Flächeneffekt. Schön, noch ein Bauplan. Irgendwo hier muss jetzt Sprengstoff rumliegen. Ich hoffe, es ist in einem der Häuserchens. Oder hier bei den Kisten. Bisher nicht. Wie groß ist eigentlich das Quest-Umgebungsgebiet? Oh, das ganze Ding. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder bis zum Anfang zurücklaufen. Vor allem, ich bin eben schon mal zurückgelaufen, um da die letzte Mine zu holen. Dann durfte ich wieder hier hinlaufen, um die blöde Dings zu holen. Zur Tür zu rennen, um mir dann sagen zu lassen, ich brauche Sprengstoff. Ah, das hat sich aber gelohnt. Hier liegt ein Bauplan. Schockgewehr. Und ein grüner Schraubenschlüssel mit ziemlich viel Wucht. Ha! Zack! Weg ist er. Oh, der Giftschaden, der trifft mich auch. Oh, und hier ist auch der Sprengstoff. Schön, muss ich doch nicht mehr ganz rumlaufen. Found some C4. Gut, jetzt gehen Richtung Hauptbasis und halte mich über die Situation auf dem Laufenden. Sprenge das Tor. Was zur Hölle, ich muss hier weg. Was, so ein kleiner Bumm? Dafür macht er so Stress? Halte deine Augen offen, pass auf, wo du hintrittst. Sie haben im Innenbereich der Bahn vielleicht eine letzte Verteidigungslinie. Zumindest würde ich das so machen. Verstanden. Militärbasis. Kapitel 9, Brandbekämpfung. Waffen mit besseren Grundwerten werden durch Modifizierung im Vergleich besser. Figuren erhalten... was auch immer.